Hi zusammen, hier ist der Murat und heute geht es um den Puls HR Fitness Tracker von der Firma Vivings. Nach dem Intro geht es los. Viel Spaß! Nun, im Jahr 2020 kennen wir bereits einige Hersteller und Produkte, die sich sehr nach Zukunft anfühlen. Aber bei dem hier? Das ist wirklich sehr lange her, dass wir uns mit solchen Trackern beschäftigen. Der Puls HR ist das, was es ist und hat sich kein Stückchen weiterentwickelt. Nun, wie schlimm ist das wirklich? Naja, schlimm ist es eigentlich nicht, sondern hier ist einer, der weiß, was er wirklich tut. Er arbeitet sauber und hat nicht so viel Schnickschnack. So ähnlich wie ein Auto. Je mehr Technik verbaut ist, desto mehr Probleme gibt es mit der Zeit. Der Puls HR verfügt über ein tolles Design, was mir persönlich sehr gut gefällt. Sehr minimalistisch und dezent. Die Unterseite besteht aus Edelstahl 316L, die Vorderseite aus gehärtetem Polycarbonat. Das Armband selbst ist aus Silikon und fühlt sich sehr angenehm an. Die Armbänder kann man auch wechseln und Handgelenke von einem Umfang bis zu 200 mm sind kein Problem. Was die Technik betrifft, bietet der Puls HR nicht viel. Hier vorne haben wir dennoch ein OLED-Display. Ein E-Ink-Display, der auch unter der Sonne sehr gut ablesbar ist. Was aber nicht so schön ist, es ist kein Touch-Display. Alles läuft über diese Taste. Wie funktioniert nun das Ganze bzw. wie geht man damit um? Zu Beginn bekommt ihr das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt. Drückt ihr die Taste nach und nach, scrollt man sich quasi durch. Herzfrequenz, Schritte, Meter, Alarm, Akku. Wenn ihr den Workout-Modus starten wollt, dann drückt ihr die Taste etwas länger und schon könnt ihr loslegen. Diese Sportmöglichkeiten habt ihr. Laufen, Schwimmen, Radfahren, Gehen und sonstiges. Kleiner Hinweis, auf dem Display wird angezeigt, ob diese Option weitere Unterfunktionen hat. Hier taucht ein kleines Bläschen an der Seite auf. Einmal länger draufdrücken und schon könnt ihr loslegen. Der Akku hält bis zu 20 Tage bei normaler Benutzung. Aber wenn ihr ununterbrochen den Workout-Modus benutzt, dann bis zu 5 Tage. Bei normaler Nutzung mit Schlaftracken war ich mit 18 Tagen bestens versorgt. Um es wieder komplett aufzuladen, braucht ihr ca. 2 Stunden. Fazit: Ich weiß, zeitgemäß ist es nicht mehr. Aber hey, dafür arbeitet der Tracker akkurat und somit können viele von ihm etwas lernen. Dazu habt ihr die Vivings App für iOS und Android. Alles was ihr braucht ist Bluetooth und die App. Ebenfalls könnt ihr auch euren Schlafzyklus tracken. Feine Sache. Alles in allem macht er eine tolle Arbeit, wie die Schritte ziemlich genau zu berechnen und so weiter. Für rund 100 Euro ist es kein Schnapper, aber wer auf Zuverlässigkeit steht und auf Richtigkeit Wert legt, der wird es echt lieben, auch wenn es nicht zeitgemäß ist. Von meiner Seite aus gibt es eine klare Kaufempfehlung. Ich hoffe, mein Fast Review hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Murat. Ciao.